Kiki Meda, du spielst eine Gastrolle bei deinen Lehrern. Was ist das genau für eine Rolle? Ich spiele Janine Thaler. Sie ist Mutter von einem Schüler. Und da gibt es einen Lehrer, der sie glaub's noch lässig findet, weil sie beeindrucken will, indem er ihrem Sohn eine grosse Theaterrolle gibt. Und das endet leider dann ein bisschen unglücklich. Janine! Nein, das Problem. Wir sind sowieso gerade fertig. Die breite Masse kennt ich vor allem von Happy Day, vom Fernsehen, als Moderatorin. Als Glücksbringerin, gute Fee, da bist du Schauspielerin. Was sind so die Unterschiede oder was machst du lieber? Ich kann nicht sagen, was ich lieber mache. Ich mache beides sehr, sehr gerne. Wenn ich beides machen kann, bin ich sehr glücklich. Man meint, es hätte eine Ähnlichkeit, weil beides von nichts stattfindet. Aber eigentlich ist es ganz ein grosser Unterschied. Weil als Schauspielerin kannst du dich eigentlich in einer Rolle verstecken oder kannst du in andere Rollen schlüpfen. Und hast eigentlich Grenzen gesetzt, Schranken in deinem Tun. Es hat genau vorgegeben, was du machst. Und in der Moderation hingegen bist du dich selber und bist eigentlich völlig frei in dem, was du machst. Und das ist ganz ein grosser Unterschied, den man nicht unterschätzen darf. Und was wunderschön ist, wenn man das beides erleben darf. Das muss noch viel aggressiver kommen. Ja, du bist zutiefst gekränkt. Ja. Du kannst das noch besser, Janik. Ja, es war gut, aber noch nicht gut genug. Also, nochmals.